Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim mit diesem wunderschönen Ausblick und Sonnenuntergang. Wir sind bei der Drachenfeste. Ich habe mal die Schnellreise sozusagen übersprungen, um euch den Ladebildschirm zu ersparen. Ja gut, jetzt kriegt ihr wahrscheinlich auch wieder einen kleinen Ladebildschirm, natürlich. Wir müssen den Drachenstein zu Faringar bringen. Und kriegen hoffentlich eine schöne Belohnung. So. Guten Tag, wir sind wieder da. Und ich spring mal ins Feuer. Ah, wo sind die? Ach ja, genau, die sind da hinten noch. Ihr seht aber wirklich müde aus. Shut up. Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Faringar. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Ja, ja, keine Sorge. Obwohl die Möglichkeit, einen lebendigen Drachen aus der Nähe zu sehen, natürlich unglaublich wertvoll wäre. Nun, dann will ich euch etwas anderes zeigen. Äußerst faszinierend. Gut, wir reden jetzt mal. Drachenstein vom Ödsturz-Hügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch ich sag mal so, diesen Ort ist, der ist auch nicht wirklich schwer zu entdecken, weil der ist, ne, man sieht ihn halt von überall. Ja. Schickt mir einfach ein Exemplar, Faringar. Wenn ihr es entziffert habt. Faringar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Ja, halb so wild, ich bin doch da. Noch nicht. Noch nicht. Erst müssen die anderen da sein. Noch nicht. Ja, los. Lauf doch. Meine Güte. Derelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich flog. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Faringar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aviniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Alles klar. Ich habe gesehen, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Bevor wir da hingehen,
möchte ich doch noch mal eben bei einem Händler hier in der Stadt vorbeigucken, um noch ein bisschen, ja, Ramsch zu verkaufen, damit wir wieder ein bisschen was tragen können, wenn wir denn was finden. Ne? Macht vielleicht ganz viel Sinn. Deswegen, ja, ihr wisst schon. Oh, wunderschön. Ups. Entschuldigung. Jetzt ist die Frage, wo ist hier ein Händler, ne? Wie ging das denn noch? Umgebungskarte. Super. Gibt's hier gar keine Händler? Doof, dass das alles nur auf Englisch da steht. Ich dachte, ich habe die deutsche Version mit Steam installiert. Ich laufe schon wieder falsch. Doch, ich meine doch, dass am Anfang direkt vorm Eingang sozusagen ein Händler ist. Hier, was ist das denn hier? Das ist doch ein Händler, oder nicht? Müssen wir mal wieder warten. Damit die Läden wieder öffnen haben, genau. Es ist nicht ohne Grund verschlossen. Was, wirklich? Die Wachen in Drachenfeste behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Wieso ist das nicht offen? Im Namen von ganz Weißlauf. Gibt's doch gar nicht. Da ist doch auch noch ein Händler, oder nicht? Oder ein Schmied. Woher er gekommen ist oder wer ihn geschickt hat. Auch noch zu. Ich weiß, dass er den Fehler begangen hat, Weißlauf anzugreifen. Aber Huskarl, wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? Das ist eine gute Frage. Von uns hat noch niemand zuvor einen Drachen gesehen. Geschweige denn gegen einen gekämpft. Ich glaube, gleich ist der Laden offen. Aber unsere Ehre gebietet uns, gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser, unsere Familie. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Könntet ihr euch Nord nennen, genau, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Nein, ist gleich mausetot. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Denkt nur! Das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter im Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Ja. Quatsch du mal. Ich sage nicht, dass ich der Beste... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Kannst du was von mir brauchen, Olle? Oh Gott, ist das wenig wert. Na ja. Sie hat auf jeden Fall auch nicht Kohle. Also können wir da ruhig alles verkaufen. Na, was heißt alles, ne? Illusionszauber benutze ich nicht. Außerdem trage ich schon einen Helm, der das alles verbessert. So. So, nee, das ist ja sie. Das war's. Mehr können wir da so nicht geben. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Gehen wir doch erstmal den Drachen killen. Wir können auch mal wieder ein bisschen überziehen, wenn das nötig wird. Ist doch alles kein Problem. Dann dauern die Uploads zwar noch länger. Ich brauche übrigens für einen Part brauche ich 8 Stunden. Oder 7 oder 6, je nachdem, wie die Geschwindigkeit schwankt. Na gut, ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich mache ja 1280x720. Mit einer Datenrate von 4 Mbits. Und die Videos sind trotzdem 1 Gigabyte groß, also es ist ziemlich groß. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht ist das Programm zu kacke, wer weiß. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal Drachen killen. Mit ganz viel Flammen. Hoffentlich. Hoffentlich reicht das. Muss reichen, geht gar nicht anders.
Wir rennen den mal hinterher, weil. Naja. Schätzchen, ihr solltet wirklich nicht mit dem Feuer spielen. Hat ihr das zu uns gesagt? Was witzig wäre, weil wir ja hier, ne? Flammen und so. Hier bin ich schon. Ich finde das auch witzig, dass dieser Wachturm von hier aus noch voll in Ordnung aussieht. Und wenn man näher rangeht, brennt er plötzlich und so. Weil es eben mit den Darstellungseffekten und so ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Kommt, mach doch mal hin, ey. Achtung! Gleich fängt er an zu brennen. Ich warte erstmal auf die Olle. So, jetzt. Jetzt steht er plötzlich in Flammen und Rauch. Normalerweise sagt sie hier was. Heute hat sie anscheinend keine Lust. Oder sagt sie hier was? Hier sagt sie was. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Such Deckung, der Drache. Er ist hier im... Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Da ist er. Da kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Talos, rette uns. Es ist ein Drache. Ach nee. Er muss aber erstmal irgendwo landen, sonst können wir nicht angreifen. Da zum Beispiel. Au! Oh, fuck. Aua, ich brenne! Ich brenne! Moment. Vielleicht mag der Eisstachel nicht so gerne. Wo ist er denn? Ach, der Scheiße, der schießt ja! Was? Wo? Ach, da! Ah, das wird doch was. Ich hab den Drachen gar nicht gekillt, das war jemand von denen. So, und jetzt saugen wir ihn auf. Erstmal nehmen wir natürlich die ganzen Sachen mit. Die Drachenknochen sind arschviel wert. Geschossen, Jungs. So. Was ist hier los? Drache! Yummy! Meins! Mein Drache! Yay! Jetzt können wir endlich schreien! Wie ging das denn noch? Mit Y, glaube ich. Ja, ja! Genau! Ich fasse es nicht! Ihr seid ein Drachenblut. Dun, dun, dun. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Mhm. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Mhm. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. In alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt.
Na, dann brüllen wir mal. Jene, die mit Drachenblut in den Fuß! Wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drache. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Ja. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Na dann. Dann gehen wir mal zurück zur Winterfeste, wollte ich gerade schon sagen. Nein, zur Drachenfeste. Und da passiert nämlich noch was. Normalerweise. Jupp, das kam von da oben. Das kam von den Graubärten. Die haben gerufen Drachenblut. Was so viel heißen soll wie: Beweg deinen fetten Arsch hin, du Hurensohn! Ne? Aber vorher müssen wir noch mit dem Jarl reden. Schon Stufe 3. Yay! Ich weiß gar nicht, bis welches Level das überhaupt geht. 100? 200? Keine Ahnung. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Denn soweit habe ich das Spiel noch nie gespielt. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Hey, aufpassen! Alles, was wir möchten, ist nach hier. Was gabt ihr denn so? Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch. Auch wenn ihr älter seid als ich. Boah, die Kinder hier sind so zum Kotzen. Muss man einfach mal so sagen. Die nerven. So, falls es hier auch wieder in der Stadt irgendwelche interessanten Quests oder so gibt, schreibt das in die Comments. Vielleicht komme ich dann später mal noch drauf zurück. Ja, die Ladebildschirme. Immer wieder Hammer. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Mann, bist du hässlich. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Also ist es wahr.
Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Ja. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hohodga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit... Versucht ihr die Drachenfestung über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren? Nein, sprich mich nicht an. Ich will keine Begleiterin. Obwohl, das kommt, glaube ich, erst danach. Oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, das kommt danach. Das kommt jetzt noch nicht. So, meine Damen und Herren. Was sagt denn meine Eieruhr? Sind noch ein paar Minuten, aber ich glaube trotzdem, dass ich den Part ein bisschen eher beenden werde, weil es schon spät ist und ich morgen früh aufstehen muss. Frühschicht und so, 5 Uhr losfahren, nicht so toll. Und das bei der Kälte, mit dem Roller, herrlich. Ah, Tempel kann sich ja kein Auto leisten. Weil er wieder ein armer Auszubildender ist. Naja. Wenigstens Arbeit haben, ne? Bin ich schon wieder? Nee. Wirklich eine Schande, nicht wahr? Bin immer noch richtig. Hey, aufpassen! Ich will auf den Typen drauf springen. Ne, geht nicht. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Früher oder später finden wir sie. Nee, jetzt keine Lust und auch keine Zeit. Also. Wir müssen nach Hohodga. Oder Hohodga, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber bevor wir da hingehen, würde ich gerne noch woanders hingehen. Aber ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht mehr. Also, um da hinzugehen bestimmt noch, aber nicht um das Grab, wo ich hingehen möchte, noch zu erkunden. Denn die eine Wache hatte uns ja gesagt, wenn die nach Osten geht, passt auf das Grab auf. Da ist ganz gefährlich. Und deswegen, und das Grab befindet sich, Weltkarte. Weltkarte, so. Hier. Und wir müssen sowieso hier hoch, um da, ne, hinzukommen. Wir könnten uns jetzt ein Pferd nehmen. Mieten sozusagen, oder? Oder kaufen? Kann man sogar kaufen. Aber ich weiß nicht, so viel schneller ist man jetzt mit dem Reiten auch nicht. Außerdem laufe ich lieber. Später kriegt man noch ein richtig schnelles Pferd, glaube ich, durch irgendeine Quest. So ein, ich meine, das hat was mit der dunklen Bruderschaft zu tun, aber bin mir nicht ganz sicher. Und das können wir dann auch gerne uns holen. Aber bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Denke ich mal. So, wir müssen jetzt also einmal um diesen hässlichen Berg herumgehen und da ist dann auch irgendwo das Grab, wo ich hin möchte. Schade, dass man keinen Zauber hat, womit man schneller laufen kann. Obwohl, sowas gibt es bestimmt, oder? Würde mir jedenfalls gut gefallen. Denn die Ausdauer ist ja nun wirklich doch sehr schnell erschöpft. So. Ruckel, ruckel. Was ist jetzt los? Ah, da ist ein Viech. Bäm. Und irgendwas hat sich verbessert. Oh, wir können eine Stufe aufsteigen. Nein. Nicht so. So.
Magika. Ja, Magika. Volle Kanne Magika, würde ich sagen. Und ich skill auch am Anfang erstmal nur dieses Talente zu verbessern. Einer. Durch das Doppelwirken sind die Effekte viel wirkungsvoller. Erfordert 20. Ja, okay. Das könnten wir also lernen. Blitzzauber. Frostzauber. So, das könnten wir noch nicht lernen, weil das noch zu viel erfordert. Ja, dann lernen wir doch das hier. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel zweimal die Flammen anlegen, dann macht er das so zusammen. Macht er das so zusammen und dann ist das irgendwie wohl heftiger. Können wir ja gleich mal testen. Wenn uns ein Gegner über den Weg rennt. Was hier ziemlich oft passiert. Dass hier irgendein Dieb oder so kommt und dann. Oder ein Bandit besser gesagt und dann. Hey, ich will auf die Fresse hauen. Und du so. Hättest du mal, Junge. Da kommt doch schon einer. Oh, dem Göttern sei Dank. Ah, okay, die Olle. Ich bin schon so lange allein unterwegs, dass ich nicht gedacht hätte, nochmal jemand anders zu treffen. Vor Wochen wurde ich von diesen Banditen entführt. Sie sperrten mich in einem Turm nahe Nebelwacht ein. Ich konnte das Schloss knacken und verschwinden, als die Wache schlief. Aber nun habe ich mich verlaufen. Könnt ihr mir bitte helfen? Klar. Oh, danke. Aber ich komme allein klar, nachdem ihr mir den Weg gezeigt habt. Allerdings muss jemand diese Banditen aufhalten. Sie sind in Nebelwacht. Hier, ich zeige es euch auf der Karte. Wenn ihr sie aufhalten könnt, seid ihr ein wahrer Held. So, und wir haben noch eine Aufgabe gekriegt. Fragt sich, wo das ist. Ach, du ahnst es nicht. Da unten? Ja. Da gehen wir hin, wenn wir auch in diesen Bereich müssen. Und ich meine, dass wir in den Bereich, dass wir da hin müssen, wenn wir. Werdet ihr schon sehen. Erstmal wollte ich ja zu diesem Grab. Und das gibt's dann im nächsten Part. Aber ich möchte noch dahin rennen. Was ist das? Ein Skiver. Was ruckelt das Spiel denn bei mir so? Ich glaube, ich habe. Meine Festplatte ist schon wieder voll. Obwohl, sonst würde die Aufnahme einfach abbrechen, höchstwahrscheinlich. Aber es ist doch ein bisschen ruckelig. Macht aber nichts. Vielleicht schenkt der Weihnachtsmann mir eine SSD. Und dann läuft das Ganze auch flotter. Also, wenn ich Skyrim dann darauf installiere, natürlich. Hoffe ich jedenfalls, dass das Ganze ein bisschen beschleunigt. Ein scheißen weiter Weg, das kann man ja schon mal sagen, ey. Ich höre schon wieder Viecher. Okay. Der Fuchs hatte Pech, dass er mir vor die Linse geraten ist. Genauso wie dieser Elch. Der ist zu schnell, ich komme nicht hinterher. Auch nicht schlecht. Ja, okay, weiter den Weg folgen. Da oben sind, glaube ich, noch mehr Wölfe. Kann ich nicht da oben langlaufen? Könnte ich, aber ich glaube, da komme ich nicht da an, wo ich will. Aber da oben ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Ich muss den Part sowieso gleich beenden, also von daher. Irgendein toller Aussichtsturm oder sowas wird hier doch bestimmt sein. Hier sind auf jeden Fall schon mal Treppen. Vielleicht auch irgendeine Ruine. Oder Höhle. Oder. Oh, oh. Ich glaube, ich weiß, was hier ist. Oh ja. Da hinten sind Riesen. Ich glaube, gegen die habe ich noch keine Chance. Lassen wir das also besser. Gehen wir doch unten lang. Da ist immer noch der Elch am Rennen. Auch nicht schlecht. Autsch. Das tat weh. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Wenn ihr langlaufen wollt, dann müsst ihr Geld bezahlen. Normalerweise. Vielleicht kommt das auch später erst. So, jetzt geht's in den Talkessel hier. Runter. Und das Grab müsste... Ja, so weit ist es nicht mehr weg. Da rennen wir auf jeden Fall noch hin. Und gehen schon mal rein.
dass der nächste Part dann direkt da weitergeht. Ich höre merkwürdige Geräusche. Oh, hier, Abkürzung. Oh, oh, das könnte wehtun. Ah, oh, uns geschickt macht nicht. Jupp. Yep. Wir sind so gut wie da. Passt natürlich perfekt, weil der Part auch gleich vorbei ist. So, lass mich raten, da kann man irgendwo... Ja, da muss man irgendwo hoch können. Was haben wir da denn? Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus, wie einen Fisch. Hier, nehmt das. Lasst mich einfach in Ruhe. Er würde sterben. Geht. Sofort. Ich schichte den jetzt ein. Netter Versuch. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Dann ist das wohl euer letzter Wunsch. Ist da jemand? So, du toller Dieb. Das war's dann wohl. Was hat er denn Schönes bei sich? Jetzt sind wir der Dieb. Ah, hier kommen die, nehmen wir noch mit. So. Wo ist denn das Grab? Ist das hier? Höchstwahrscheinlich. Hilgruns Grab entdeckt. Hallo? Ah. Oh, bei Kühne. Habt ihr mich erschreckt? Hier treibt sich ein Totenbeschwörer herum, also passt auf euch auf. Könnt ihr mir helfen? Er ist in der Gruft. Weiß der Himmel, was er mit meinen toten Verwandten anstellt? I. Val Sveran. Meine Familie hatte schon immer gewisse Probleme mit ihm. Aber jetzt ist er endgültig übergeschnappt. Er ist da rein, um unsere Familiengruft zu schänden. Er will unsere Ahnen für schmutzige Dunkelelfen-Totenbeschwörungen missbrauchen. Meine Tante ist ihm hineingefolgt. Aber sie ist nicht wieder rausgekommen. Und ich glaube nicht, dass ich allein mit ihm fertig werde. Großartig. Ich sperre die Tür auf und treffe euch drin. Dann könnt ihr vorausgehen. Ja. Wir müssen natürlich vorausgehen, ist klar. Ein uralter Kult. Ja. Kann ich das mitnehmen? Ich glaube ja. So, hier gehen wir noch rein. Damit wir nachher beim nächsten Part ein Ladebildschirm weniger haben. Und dann danke ich allen fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat halbwegs Spaß gemacht. Ja, ich weiß. Wir sollten Walzweran oh Gott, stoppen, der sieht gruselig aus. Hier noch mehr Schaden anrichtet. Heute war ein bisschen langweilig, aber ja, was soll man sagen? Es ist schon spät abends und da bin ich immer ein bisschen. Ne? Ops. So, okay, dann sehen wir uns beim nächsten Part. Bis denn, euer Tenpin Master.